Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem neuen Video. Und heute ist The Seventh Continent, die Erweiterungsbox, angekommen, die wir auf Kickstarter damals geholt haben. Ich weiß nicht, ob es sie in naher Zukunft nochmal geben wird. Ich gehe aber stark davon aus. Und ja, wir schauen jetzt mal, was da drin ist. Und wir sind mit dem Base Game durch und freuen uns natürlich sehr auf die Erweiterung. Und zuallererst ein großes Plus an Serious Pub. Und zwar ist in unserer ersten Edition sind die Hintergrundkarten anders, was nicht so gravierend ist. Und deshalb haben die uns einfach alle Karten nochmal dazu geschickt. So, ob wir die benutzen werden oder dann später nicht, das werden wir dann erfahren, weil wir haben das gar nicht bemerkt. Müssen wir ganz ehrlich sein. Wir haben das ganz normal gespielt und ob dann einige Karten heller oder dunkler waren, hat uns nie so wirklich gestört. Aber trotzdem, sehr coole Aktion. So, und dann kommen wir jetzt zu unserem Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das, ich glaube, zwei Jahre? Ich glaube, zwei Jahre ist es her, dass wir es gebackt haben. Man muss aber sagen, wir haben Seventh Continent selber erst vor kurzem durchgespielt. Ja, als mit der Bachelorphase und dann haben wir durchgezogen, das jeden Abend einfach dann die ganze Zeit gespielt. So, und ich bin sehr gespannt, eine neue Welt zu erkunden. So. So ist das nun. Also ich weiß nicht, ob ihr was von diesem Spiel gehört habt oder ihr das jetzt einfach so guckt, aber ich denke mal, die meisten kennen es. Es ist ein Erkundungsspiel, was wirklich, ja, wo es darum geht, dass wir in einer auf Inseln rumlaufen und wir einen Fall lösen müssen, was jetzt nicht so ein Detektivding ist, sondern eher die Welt zu erkunden und Orte zu suchen. So ein bisschen Open World, in der wir rumlaufen und keinen Plan haben, was eigentlich passiert. Und das ist die Box. Schön war's. Aufmachen. Wir gucken. So. Wie findest du das Cover? Ja, das ist natürlich sehr, sehr cool. So wie wir das auch schon von Seventh Continent. Ich finde das sogar besser als von dem Base Game sogar. Echt? Dieses, ich glaube, ich mag das Base Game ein bisschen mehr. Weiß-Gold ist eine schöne Farbe. Und jetzt der Moment. Machen wir so auf, ist die so leer. So, zuallererst, Dear Becker Explorer. This adventure is okay. Die machen so mit so einen Text für uns als Dankeschön. So, dann haben wir hier Additional Rules, was neu ist. Es gibt nämlich jetzt so einen Ballon und dann können wir über der Welt, also auf den Wolken fliegen. Und wir können unter Wasser mit einem Boot fahren. Die Erweiterung heißt ja auch What Goes Up Must Come Down. Bin ich sehr gespannt drauf. Also nicht sehr viele Regelerweiterungen. Braucht das Spiel aber auch gar nicht. So, das hier ist der Ballon. Das hier sind die Figuren, die man an den Bordmann so zusammen ausstanzen kann. Aber ich glaube, wir haben das eh durch Stretch Goals alles zusammengefasst. So, das hier ist ja der Pile Action Deck. Ach, das ist fürs Action Deck. Das hat jetzt auch einen extra Pile. What? Weil eigentlich gab es nur einen für den Discard Pile. Boah, guck mal, das ist nice. Oh, das sieht gut aus. Okay, ist jetzt kein Echtleder, aber trotzdem. So, und zwar können wir hier die Karten reintun, die wir zum Speichern. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sieht cool aus. So, haben wir hier so ein Softcover-Leder. Cool, ist immer dabei. So, so immer. Christopher, könnten Sie sich ausweisen? Ja, warten Sie kurz. Hier, bitteschön. Cool. Cool. Das weiß, woher das ist. So, dann haben wir hier einmal die Dinger zum Reinsortieren, Standys, noch was zum Reinsortieren. So, und hier, das finde ich eigentlich ganz cool, das ist so das Inlay, das kann man so rein und rausnehmen. Kannst du mal rausnehmen, so hinstellen und dann, ne? Sind da die Karten drin. Und weißt du was? Ich glaube, wenn ihr jetzt hier so reinguckt, dass man das Base Game hier auch reintun kann, alle Karten, dann hast du hier alles drin, in einer Box nur. Aha.
So, dann haben wir hier einmal die Miniaturen. Die sind so super, super winzig. Aber das ist nicht, weil die keinen Bock hatten, große Miniaturen zu machen, sondern weil das auch so sein muss. Weil ihr seht, die Karten sind auch groß genug. Aber damit man halt auch die Figuren draufstellen kann und was sehen kann. Ich will einmal umdrehen. Nein, du darfst dich nicht spoilern. Aber das du darfst dich nicht spoilern. Das ist doch nicht so. So, man kann das hier zeigen. Curse Armageddon. Wow, okay. Das ist ein Fluch. Hier sind mehrere Fluchkarten, die man halt durchspielen kann. Cool, guck mal, das ist eine Ziege. Die haben wir auch freigeschaltet, kann ich mich erinnern. So, und okay, hier... Und, das ist jemand, den wir spielen können? Weiß ich nicht. Cool. So, und hier haben wir noch was. Ein unscharfes Messer haben wir hier. Ich habe Angst, dass du wirklich wehtust. Okay, da muss ich das mit. Soll ich machen? Ich habe ein bisschen längere Nägel. Ich schaff das. So. So, das hier wird das Boot sein, auf dem wir... Ich glaube, das hier ist für den Luftballon. Hier stecken wir das rein. Kann man hier so ein bisschen so die Details sehen. Und das hier ist, glaube ich, okay, unser... Okay, warte. So, warte. Es ist gerade scharf geworden. Ja, es ist scharf. Mit Zelda-Zeichen. Cool. Ich glaube, das... Ich weiß nicht, wieso... Es ist nicht das Zelda-Zeichen. Ja, aber es sieht sehr danach aus. Und das hier ist, glaube ich, unser Boot, mit dem wir fahren werden. Cool. Also, ich bin sehr... Ich will den Luftballon aufbauen. Du darfst mich dabei filmen. Ich bin sehr gespannt, wie die das machen werden. So, und das hier sind alle Karten. Die können wir euch natürlich jetzt nicht zeigen, weil das uns selber spoilern würde. Und das wollen wir nicht. Aber ein neues Abenteuer wartet auf uns. Und da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. So. Dann kriegt ihr ein ganzes Video über Seven's Continent, wie es uns gefallen hat. Mit der Erweiterung. Ja. Okay, jetzt baue ich das auf. Okay. Willst du mich filmen dabei? Okay. Okay. Okay, fangen wir an. Hi, ich finde es interessant, dass es halt auch statt den Miniaturen immer noch diese so Figürchen gibt, die für Scan. Dies auch für das Boot und für den Heißluftballon. So. Ich muss sagen, letztens haben wir darüber gesprochen, hier kann man die Sachen wirklich gut auspöppeln. Ist halt gutes Material, gute Qualität. Ja, wirklich. Hat sich gelohnt, auch für den Preis. Ich weiß, heutzutage ist das Spiel sehr teuer. Wo kommt das denn da rein? Cool. Okay, ist gut. Aber dann können wir uns da so da reinstellen. Ich hab's kaputt gemacht. Scherz. So, ja, dann könnte man hier die Miniaturen. Oh, hast du es gar nicht abgemacht. Lalalala. So, und dann könnte man die Miniaturen hier so reinstellen, so eine Ziege mit dem Heißluftballon. Cool. Und dann fliegt man von Karte zu Karte. Wofür ist das hier? Das ist halt, wenn du das einfach als Standy haben willst. Genau, und dann hast du das auch hier. Das sind diese größeren Standys. Schau hier hin. Und fährst du mal durch die Gegend. Okay, das war unser Unboxing zu Seventh Continent. What goes up must go down, die Erweiterung. Und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Und jo, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.